Herzlich willkommen Leute hier zum 13. Let's Play Part von Let's Play Far Cry 3. Herzlich willkommen zurück und wir haben es ja endlich geschafft, in der letzten Folge in drei Anläufen einen Unterschlupf freizuschalten. Der ist letztes Mal wirklich echt schief gelaufen. Wir wollten jetzt einen Schalldämpfer für die Waffe kaufen, hier für die AK-47. Hier sieht man auch den Elektrokasten, den wir geschrottet haben, damit der keinen Alarm rufen kann. Und oh, hier ist unser Unterschlupf. Wir werden uns jetzt erstmal hier schön einen Schalldämpfer für kaufen, sodass wir beim nächsten schallsicher, also mit Schalldämpfer, die Gegner ausschalten. Gehen wir hier drauf, wo denn Sturmgewehre. AK-47 anpassen. Ne, wir gucken mal, was gibt es denn noch? Okay, die F1, die gefällt mir auch. Okay, die gefällt mir. Aber wir gehen jetzt hier einfach mal drauf. Auf anpassen. So, keine Aufsätze für diese Waffe verfügbar. Markierung ansehen. Schade. Ich dachte, wir können uns... Nee. Dann gehen wir jetzt einfach auf Faustwaffen. So, was das? Die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe. Genauigkeit, Schaden. Ja gut, die ist eindeutig besser. Das verstehe ich nicht. Wieso können wir hier keine Aufsätze drauf machen? Was ist da los? Scharfschützengewehre, Sturmgewehre, Schrotflinten. Das verstehe ich nicht. Wieso können wir hier auf keine Waffe Aufsätze drauf machen? Das kann doch nicht sein. Muss man die im Shop kaufen oder wie funktioniert das? Gut, dann gehe ich jetzt mal zu diesem Shop. Dann können wir jetzt ein paar Sachen loswerden, bevor es jetzt weitergeht. Die Schnellreise befindet sich genau wo? Muss ich hier noch irgendwo eine Schnellreise befinden? Ja, bestimmt hier vorne. Wir sind noch nicht fertig. Kannst du die Wanted. Gut, der Typ wird gesucht, aber dann soll er halt besucht bleiben. Ja. So, hier ist diese Farm. Okay. Hier ist dieser Tempel. Wir müssen jetzt aber mal zurück zu unserem Anfangsdorf. Wo ist dieses Anfangsdorf? Hier. Ja, weil hier hinten dieser Shop ist. Ja, hier machen wir eine Schnellreise hin. Ja. Und es lädt. Ich denke jetzt mal, da können wir wenigstens mal unser Inventar entleeren. Wir können so Geld machen. Und ja, da können wir uns einen Schalldämpfer schön schick kaufen. Für unsere Waffe, für die AK-47 oder für diese Handfeuerwaffe. Ja, wir gehen jetzt mal raus. Raus geht's hier. Ja, diese rote Tür. Ja, hier sind wir wieder in unserem Anfangsdorf. Hier wird immer wieder schön schick gefeiert. Die Lichter blinken wie sonst was. Ich will gar nicht die Stromkosten wissen hier in diesem Kaff. Vor allem, weil hier auch komischerweise Strom fließt. Aber naja. Jo, halten. Was können wir denn machen? Verkaufen. Wir können das verkaufen, wir können das verkaufen, wir können das verkaufen, wir können das, 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 das. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ich will einfach nur verkaufen wollen. Ich bin Businessman. Blaues Blatt, behalten auch, blaues Blatt, Dingo-Fell behalten, Dingo, 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 Büffel. So, was geht hier? Runde Fell, Bärenfell. Gut, dann haben wir das jetzt wenigstens, dann haben wir das schon mal geschafft. Jetzt gehen wir auf die MPs. Nee. Dafür können die Scorpion uns nehmen. Was ist das für eine Waffe? Stimmt, die haben wir freigeschaltet irgendwann mal. Nee. Wir bleiben bei unseren Sturmgewehren. Ja, die Waffe nehme ich. Hä? Das kann doch nicht sein, ey. Was geht denn da? Wieso kann ich denn hier diese Waffe nicht... Hä? Ja, ja, komm, halt die Waffen. Wir, ja, dann müssen wir so weitermachen. Wir haben hier aufgehört. Wo haben wir genau? Hier unten müssen wir noch was erobern. Wir haben aber hier jetzt wieder zu dieser Farm, so dass wir von da weitermachen können und den nächsten Unterschlupf freischalten. So. Ah, hier ist die Tür.
So. Wo ist denn hier unser... Hier ist wieder schön unsere Rostlaube. Die gefällt mir immer wieder geil. Ich habe gerade das Auto drüber gerutscht. Können wir das Fenster kaputt machen. Nee. Auch geil. Wir können kein Fenster kaputt machen. Können wir das hier vorne kaputt machen. Oh. Wir haben das Fenster kaputt gemacht. Das wäre voll cool. Können wir jetzt hier so reinrutschen. Nee. Naja, man kann dann nicht alles. So, dann gucken wir einfach mal weiter. Wir wollen... Gut, wir gehen jetzt erstmal zu diesem Funkturm. Und dann schalten wir hier unten diesen Unterschlupf frei. Aber erstmal zum Funkturm. Oh, falsche Richtung. Was ist das für eine Scheißmusik? Hier hoch, also. Das ist schon mal cool. So, wir gucken, wie weit sind wir von dem Teil entfernt. Aber wir fahren voll in die falsche Richtung. Wir müssen hier her. Ja. Wir müssen mal den Baum. Gerutscht. Bin gerade so gefangen. Ja, das Auto hält gut aus. So, raus. Ach du Scheiße. Schönes Auto. Ist ja zum Glück wieder leer. Jetzt mal eben noch drüber laufen, über den Kollegen. Gleiche plündern. Hoffentlich finden wir hier ein bisschen Schrotmunition. Natürlich nicht. Aber naja, wir kämpfen es ohne Schrot durch. Ich wollte nämlich einen Stein werfen. Also mit dem Stein war ja anscheinend eine andere Taste. Aber kein Ding, ne? So. Was geht? Jo. Ziehe den noch. Ah, wir haben wieder eine Goldkette. Gucken, was geht bei dem hier. Auch wieder Munition erhalten. Wir müssen hier hoch zu diesem Funkturm. Hier sind wir, glaube ich, in der letzten Folge. Ah, hier. Ja. Hier sind wir ja noch mit dem Auto hingekommen, aber natürlich geht es ja jetzt nicht. Das Wildschweinfell oder was aus dem Vieh ist, brauchen wir für irgendwas. Deswegen gucken, vielleicht ist ja hier noch wo eins. Ja. Ah, klar, ey. Brauchen wir noch für irgendwas zum Vergrößern. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit. Wildschweinfell. Gucken, finden wir hier noch wo ein Vieh. Nee, hier waren wir letzte Folge nicht. Das sah komplett anders aus. Beziehungsweise vorletzte Folge. Hier kann man hochklettern. Ja.
Komm, kletter. Da unten brennt irgendwas, das ist bestimmt hoffentlich nicht unser Auto. Ja, so. So, jetzt hier hoch. Und hier drüber. Und ja, alles cool. Nee. Müssen wir hier drunter her. Ja, hier geht jetzt wieder unsere Treppe hoch. Und jetzt sind wir auch gleich wieder oben an der Spitze angekommen. Wir wollen natürlich immer zur Spitze hoch. Und das schaffen wir auch bis jetzt irgendwie immer. So, das. Jetzt hier das noch. Kloppen wir mal den Kasten auf. So, oben blinkt wieder unser Lämpchen. Wir haben hier eine Höhle freigeschaltet. Da werden wir bestimmt noch irgendwie hinkommen. Einen wirklich großen Radius haben wir wieder natürlich freigeschaltet hierdurch. Funkturm aktiviert. So, jetzt gehen wir noch hier unten zu diesem Posten hin. Den werden wir jetzt noch einnehmen. Aber erst nehmen wir hier diesen spaßigen Teil. So. Oh. So, ein Schuss und das Wildschwein ist tot. So macht man das. Wieder Wildschwein frei. Ich habe insgesamt 3 gekillt. Ich weiß nicht, wofür es genau war. Jetzt gehen wir trotzdem auf Herstellung. Bier drauf. Brieftassen, Spritzentasche. Robuste Spritzentasche. Ein Hundefell. Okay, man braucht dafür 3 Hundefell. Den anscheinend nicht. Ah ne, hier war Hai. Brieftasche war... Nee, dieses komische Leder. Dieser Rucksack. Diesen robusten. Da braucht man diesen komischen Tapirfell, Spritzentasche, ja, Munitionsbeutel, was geht da? Ja, Munitionsbeutel, der muss natürlich hergestellt werden. Was geht hier bei dem? Braucht man 2 Büffelfell? Ja, den können wir auch direkt herstellen. Ah, und hier brauchen wir 2 Tigerfell. Gut. Dann dauert das anscheinend noch was, bis wir das herstellen können. Okay. In dieser Fall einfach dein Feuer. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder etwas hergestellt. Jetzt können wir auch wieder mehr Sachen tragen. Wir schnappen uns jetzt hier unser schönes Quad. Ja, das ist unser Quad. Und damit fahren wir jetzt erstmal hier zu diesem Unterschlupf. Das direkt auch hier in der Nähe ist. Und dann können wir hier runterfahren, ist ja auch ein Quad. Wieder Munition für unsere Schrot. Gucken, was geht bei dem hier. Unsere Brieftasche ist voll. Wir können die nicht plündern. Das ist irgendwie läppsch. Aber was will man machen? Leben ist ja kein Ponyhof. So, ach du Scheiße, hier ist ein richtiges Lager anscheinend. Also unser Kollege wird wirklich viel verbrannt dabei. Das muss man mal sagen. Hier sind mehrere Brieftaschen. Die Sirene ist da, okay. Leck mich fett!
Okay, wir sind voll am Ende. Okay, fuck, die haben die Sirene aktiviert. Wir sind am Ende. Es kommt immer mehr. Wir sind in einer halben Minute da. Oder bekommen wir Verstärkung? Ich bin mir nicht sicher. Wir kommen aus dem Komm, lauf, Schlampe, lauf! Granate. Scheiß, was geht denn da? Ich glaube, man kann jetzt einen Stein werfen. Komm, wir werfen Steine auf die. Komm, wir steinigen sie. Gut, wir sind voll am Ende. Es war schön, gelebt zu haben. Wir setzen uns jetzt hier in diesen Plastikstuhl, um hier uns zu überleben. Feuer gelöscht. Kann doch nicht sein. Aber wir hatten auch eindeutig zu wenig Munition und ich bin eindeutig falsch auch vorgegangen. Das kann so nicht sein, das darf so nicht sein. Ja, wir müssen es halt nochmal probieren. Ich habe da gesprungen und da haben sie mich erwischt. Okay. Insgesamt ein Magazin, also 31 Schuss. Jetzt bräuchte man einen Schalldämpfer, dann könnte man die da oben auf dem Dach ausschalten. Der Typ, der mir unter das Video geschrieben hatte, der hatte wirklich recht. Aber ja, irgendwie funktioniert das ja nicht. Ja, am besten nochmal drunter schreiben, wieso nicht. Weil ich habe echt keine Ahnung. Gut, komm, ich sterbe einfach jetzt direkt. Das bringt nach der eh keinen Sinn. Ich werde den nicht überleben. Komm, den kriegen wir aber noch. Den reißen wir mit in den Tod. Jetzt sind wir tot. Aber wir haben auch 30 XP für diesen Takedown bekommen. Ja, auf jeden Fall war das schon mal dieser richtige Weg, den wir eingeschlagen haben dafür. Ich probiere es einfach nur nachher nochmal anders. Denn, ja. Wir starten natürlich wieder hier. An diesem schönen, wunderschönen Fleckchen. Nur in der nächsten Folge verspreche ich euch, da werden wir das schaffen. Wir werden anders vorgehen. Ja gut, nicht ganz anders. Wir werden uns da draufschleichen und werden die direkt wegkloppen da oben. Aber in die nächste Folge werden wir es schaffen. Also dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr abonniert mich. Also denkt auch dran. Und ja, bis zum nächsten Teil. Ciao.